Ja, hallo, hier ist Christian, Fahrtherapeut, Coach, Psychologe und ja, ist mal wieder eine spaßige Dating-Mail vor, genau. Lieber Christian, zunächst also eine Dame, danke für deine Arbeit und deinen kostenlosen YouTube-Content. Man macht auch die fucking Kurse, Leute, guckt nur die Videos, es ist wirklich so, das Salz in der Suppe. Das tägliche morgendliche Video ist obligatorisch. Schon einmal habe ich dir geschrieben und eine wertvolle Antwort erhalten und hat sich auf meinem Weg eine neue Situation gegeben, die vielleicht auch für ein Video interessant ist. Ich bin Ende 30, habe Kinder aus einer langjährigen Ehe, die im Nestmodell betreut werden. Ja, es geht ja eigentlich selten lange gut, aber bei dir schon mal schon, okay. Und bin seit etwa 3 Jahren Single. Diese Zeit allein ist ein spannender Weg, mal bergauf, mal bergab. Deine Kurse mache ich nicht ganz stringent, sondern etwas lockerer nebenbei. Ich gehe offen durchs Leben und werde auch öfters mal angesprochen, allerdings hat bislang noch niemand passendes meinen Weg gekreuzt. Nebenbei bin ich locker bei Parship unterwegs. Das Ganze hat mich bisher nicht so überzeugt. 90-95% direkt aussortiert, aber nun läuft das Abo ohnehin. Kürzlich hat sich dort eine der seltenen interessanten Kontakte ergeben. Na, ich würde ja raten, eher die Leute zu daten, die dich ansprechen, aber klar, manchmal geht es auch gut, offener Börse, klar. Wir haben zunächst ein paar Nachrichten mit tiefgründigem Inhalt ausgetauscht. Also wie gesagt, alles, was stattfindet jenseits der Treffen, ist völlig, meiner Ansicht nach, völlig irrelevant. So. Also ist zwar nice to have, aber spielt keine Rolle, ob das jetzt tiefgründig ist oder nicht. Weil viele Leute können das auch hervorragend faken, so dieses Tiefgründige. Und als ich letzte Woche beruflich in seiner Stadt zu tun hatte, so 3 Stunden entfernt, informierte ich ihn und er fragte mich nach einem Date. Okay, wir waren zuerst essen, dann wechselten dann in eine Bar, wo ich schließlich zu ihm hinüberrückte. Er küsste mich, wir genossen den Rest des Abends im Körperkontakt und auch zum Abschied an der Bahn gab es nochmal eine Knutscherei. Ja, das ist ja eigentlich so gelaufen, wie es soll. Sehr schön. Das ist doch gut. Es fühlte sich alles ganz gut an. In meiner gesamten diesmaligen Single-Zeit das erste Date mit Anziehung, aber ohne den liebessüchtigen Kick, der mich bislang gerne mal einholte. Also erstmal recht entspannt und stimmig. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in unserer Sicht auf das Leben sehr ähnlich sind. Solche Menschen treffe ich selten. Das macht die Gesprächsthemen sehr interessant und gehaltvoll. Zudem mag ich seine bedächtige Art und seine ernsthaften Augen. Er ist Journalist und kommt aus dem Irak, wo er aufgrund seiner Tätigkeit nach dem Zusammenbruch der Regierung letztes Jahr evakuiert werden musste. Also natürlich nicht der Irak, aber ja. Ein Land, was so einiges mitgemacht hat, sagen wir mal so. Seit dem Frühjahr ist er in Deutschland, seine Familie und Freunde teilweise im Heimatland, teilweise in der ganzen Welt verstreut. Für das, was er tut, für seine Geschichte und seine reflektierte Haltung hat er meine Achtung. Er ist das älteste Kind einer großen Familie, was so heißt, dass dadurch besondere Erwartungen an ihn geknüpft werden. Er ist Ende 20 und damit 12 Jahre jünger als ich. Ja, also ging es natürlich nichts einzuwenden. Also mir ist schon häufiger aufgefallen, wenn das so interkulturell wird. Ja, wie soll ich das mal sagen? Hat man ja so das Gefühl, dass man dann nochmal, also vielleicht ist das Alter ja doch wichtig und findet es irgendwie cool, jemanden noch Jüngeres zu haben. Und manchmal geht da auch noch mehr, wenn man so interkulturell datet, weil es ist ja auch in einer speziellen Situation. Aber letztlich sind die auch egal. Obwohl 12 Jahre, Ende 20 ist auch schon eine Menge Holz. Er sagte, er hatte für 3 Jahre eine Freundin in seinem Heimatland, allerdings wirkte er in seinen Berührungen eher unbeholfen, sodass ich nicht zuletzt auch aufgrund des kulturellen Hintergrunds vermute, dass da nicht allzu viel Körperlichkeit gewesen sein wird. Ja, also ich kenne mich jetzt in dem Land nicht viel aus, aber ich war ja mal Paartherapeut da in Bethlehem tätig und
ich weiß nicht, das ist natürlich jedes Land ein bisschen anders jetzt da in der Region. Ich will das überhaupt nicht in einen Topf werfen. Aber auch so im arabischen Teil, sag ich mal. Und ja, da gibt es schon ganz andere Dating-Regeln und häufig läuft da gar nichts vor der Hochzeit. Und also 3 Jahre eine Freundin finde ich ja schon fast sensationell. Aber gut, da ein gewisses Alter. Aber wirft auch so ein paar Fragezeichen auf, warum die dann nicht verheiratet sind. Oder ist er auch verheiratet im Land? Also da sollte man auf jeden Fall genau nachfragen, denke ich. Ne? Weil wenn er sich jetzt auch so unsicher ist, könnte man ja meinen, dass er vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. Dass er mit Ende 20 in so einem Land noch nicht verheiratet ist als ältester Sohn. Aber wie gesagt, ich kenne die Gepflogenheiten des Landes jetzt auch nicht hundertprozentig. Ja. Tatsächlich merke ich, dass ich selbst mich dadurch sicherer fühle als mit einem sexuell erfahrenen Mann und bei dem ich dann allerdings Angst habe, dass ich ihm nicht genüge. Hier spielt meine Geschichte als Pluspol in der Ehe eine Rolle, in der ich immer wieder Zurückweisung erlebt habe. Und irgendwie ist mir dieses Paket auch lieber als ein Mann mit vielen alten Verletzungen. Wie es um seine Polarität bestellt ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, das ist auch schwierig so mit so einem kulturellen Abstand. Wo man ja häufig sagt, dass viele Männer außerhalb Europas eher so in ihrer Polarität sind, aber naja. Als Person wirkt er ruhig, reflektiert, läuft mir nicht hinterher, sondern macht sein Ding. Er meldet sich nur für Absprachen, hat dann aber auch mal ein einzelnes Herz mitgeschickt. Scheint mir soweit gemäß der Hemmschen-Meyerschen Dating-Regeln. Gleichwohl bat er mich zuletzt darum, die Führung zu übernehmen, da er erst seit kurzem hier ist und mit Bezug auf kulturelle Gepflogenheiten und ungeschriebene Regeln noch recht unsicher ist. Ja, fair enough, würde ich sagen. Das kann ich durch einen eigenen längeren Auslandsaufenthalt gut nachvollziehen. Das bringt mich allerdings in eine Position, in der ich nicht unbedingt sein möchte. Und ich bezweifle, ob das der Rollenverteilung zuträglich ist. Naja, wir Menschen haben ja immer mehrere Motivationen und also sicherlich will er dich daten, aber klar will er dich wahrscheinlich auch nutzen, um jetzt hier in Deutschland besser zurechtzukommen. Also man nimmt halt wahrscheinlich jeden Halm, den man kriegt so. Und das ist ja auch ein dicker Halm hier. Kann man ihm echt nicht vorwerfen, finde ich so. Er selbst sagt, er sei traumatisiert, allerdings habe ich das nicht weiter nachgefragt, wie sich das konkret äußert. Ja gut, allein schon so ein Land so zu wechseln, so krass. Ja. Ich für meinen Teil habe mich immer mit Männern wohler gefühlt, denen ich mich nicht zu sehr unterlegen oder sogar überlegen wähnte. Du hast dich eher wohler gefühlt mit Männern, mit denen du dich überlegen gefühlt hast. Okay, das ist ja fast ein bisschen ungewöhnlich, ob hier nicht der alte Liebeschip aktiviert wird. Weil der alte Liebeschip wäre ja dann, was du vorher hattest, oder nicht? Unser zweites Treffen von 3,5 Stunden fand 3 Tage später vormittags vor meiner Abreise statt. Also alles in Deutschland nach wie vor, ne? Nur so zur Info. 3 Stunden, 3,5 Stunden Date als zweites ist natürlich nicht unbedingt, was ich vorschlage, aber das sind ja nur Details, auch nicht so wichtig. Wir stellen halt dann erst durch die Stadt, gingen dann Kaffee trinken und machten uns schließlich im Park auf dem Rasen bequem. Ich war leider ziemlich geschafft von der Woche. Er war zunächst etwas distanziert, nachdem wir ein kulturell bedingtes Missverständnis bereinigt hatten. Wurde es aber besser und wir machten dann Pläne fürs nächste Wochenende, an dem er mich von sich aus besuchen kommen möchte. Erst relativ gegen Ende nahm er wieder meine Hand, wir knutschen zärtlich und innig und ich genoss es. Ja, warum? Gut, das ist wirklich immer schwer zu sagen. Warum macht er das jetzt so spät? Wäre jetzt leichter zu deuten, wenn es auch so deutscher Kulturkreis oder mitteleuropäischer Kulturkreis wäre. Wobei, selbst Deutschland und Italien sind schon riesige Unterschiede. Aber so schwer zu sagen, ne? Das kann man eigentlich nicht wissen. Ne? Insgesamt bin ich zum Verlauf des Dates soweit entspannt, fühle mich zu ihm hingezogen, ohne heftig elektrisiert zu sein. Außerdem ist er zuverlässig und konkretisiert das gemeinsame Wochenende. Zusätzlich zu den genannten Gedanken, die immer mal wieder aufploppen, beschäftige ich mich jedoch seitdem etwas ganz grundsätzlich wesentlich mehr. Für mich ist es ein ziemlich großes Thema, dass wir voneinander abweichende Lebensentwürfe haben. Während ich mit der Familienplanung abgeschlossen habe und auch wenig Sinn in einer neuerlichen Eheschließung sehe, ist das bei ihm anders. Er möchte definitiv eine Familie gründen, hat dies auf seinem Online-Profil nicht angegeben, offen gelassen.
Ja, wie gesagt, manchmal, also ich will das jetzt hier nicht runterreden hier, aber manchmal werden ja auch Datingportale benutzt, um einfach überhaupt Kontakte zu knüpfen, auch in einem anderen Land so. Und also ich sag mal, dass du jetzt mit deinem Profil, so mit mehreren Kindern, dass du bei ihm da jetzt so reinpasst, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Klar, wenn er jetzt Hals über Kopf verliebt ist in dich, dann ist ja alles gut. Aber das ist ja auch so ein bisschen fraglich. Ne? Bei unserem zweiten Treffen sprach ich das Ganze an und sagte ihm auch, dass ich definitiv keine Kinder mehr möchte, was auch bereits im Profil stand. Er antwortete nur, darum muss ich mir jetzt im jetzigen Zeitpunkt keine Gedanken machen. Vermutlich, weil es für ihn momentan nicht aktuell ist. Ja, das sind jetzt auch wieder so Zielkonflikte. Ne? Vielleicht sieht er das eher so temporär oder mal gucken, wo es hinführt. Und ja, du planst jetzt schon so die Beziehung. Das ist natürlich weder das eine noch das andere richtig oder falsch. Daraufhin entgegnete ich, das tue ich aber, und damit war das Thema nach wenigen Sätzen erstmal erledigt. Nur ist das für mich grundsätzlich überhaupt nicht, und daher lässt es mich auch nicht mehr los. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was das Ganze bislang für ihn ist, denke ich seitdem darüber nach, ob es nicht besser wäre, den Kontakt zu beenden oder zumindest nochmal zu thematisieren, bevor wir ein neues Wochenende miteinander verbringen. Ja, die Frage ist natürlich, muss das jetzt alles so, also frage ich dich jetzt, kannst du auch nur du entscheiden, muss das jetzt alles so festgeklopft werden? Wäre das für dich auch denkbar, das einfach mal laufen zu lassen, und vielleicht läuft es gut ein halbes Jahr oder ein Jahr? Oder sagst du, nee, das muss jetzt unbedingt, die Lebensentwürfe müssen übereinstimmen, es muss jetzt alles geplant werden? Und weil manchmal verbaut man sich dann natürlich ein bisschen, aber wenn es für dich absolut super wichtig ist, kannst du es natürlich machen. Nur, wie gesagt, du hast ja die Familienplanung schon abgeschlossen. Warum muss man das jetzt alles so festklopfen? Ne? Aber vielleicht hast du auch noch andere Unklarheiten. Ja, dass du dich vielleicht auch fragst, was ist denn überhaupt für ihn? Das ist natürlich eine gute Frage, würde ich auch sagen. Ja. Ich frage mich, wie ich mich komplett auf ihn einlassen kann, ob mein Herz öffnen soll, wenn dem Ganzen von Beginn an ein Haltbarkeitsdatum einprogrammiert ist. Ja, das wäre die Frage, ob das geht für dich, genau. Wobei, naja, okay, ich kann schon verstehen. Ne? Natürlich gibt es nicht Sicherheiten, dass es hält, da geht auch befürchtet, dass eine Zwischenlösung darzustellen, bis er eine diesbezüglich passende Frau findet. Ja, das kann ich komplett verstehen. Das ist auch absolut möglich. Mir ist unklar, inwiefern ja auch Erwartungen seiner Familie eine Rolle spielen. Er deutet zumindest an, dass seine Mutter von ihm eine riesige Hochzeit erwarten würde. 1000 bis 5000 Gäste sind in seinem Land üblich. What the fuck, was laden hier die ganze Stadt ein oder was? Ja gut, das ist ja gar nichts für dich, ne? Seinen Träumen von einer eigenen Familie möchte ich nicht im Wege stehen, und in Bezug auf den Kinderwunsch sehe ich einfach überhaupt keinen Spielraum für Kompromisse. Wir waren beide glasklar. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht oder möglich ist, jetzt einfach mal den Moment zu genießen. Ich habe keine Ahnung, ob ich so ein Haltbarkeitsdatum ausblenden kann. Und es dann nicht doch irgendwann wehtut. Wie denkst du darüber? Auch wenn ich dich schon irgendwie sagen höre, ist es das, was du willst? Naja, so krass, das ist ja, also man freut mich, dass du einen relativ gemäßigten Start hattest, dass du dich nicht liebessüchtig fühlst. Interkulturell ist immer super, super schwierig, muss man sich echt überlegen, ob man sich das antut, sag ich mal. Aber mein Gott, wo die Liebe hinfällt. Die Frage ist, ist er wirklich so voll dabei? Glaube ich, das ist für dich wichtig. Und ja, ihr müsst da wirklich ein ernstes Gespräch drüber führen, denke ich, bei Gelegenheit. Und ob das für dich machbar ist, wenn das vielleicht so von Anfang an temporär ist, das kannst du entscheiden. So, ne? Aber meine, wenn er da irgendwie diesen kulturellen Sachen da irgendwie gehorchen muss, dann wird er, ja, wird er vielleicht irgendwann, weiß es nicht, wahrscheinlich auch muslimische Frau suchen und wird wahrscheinlich das machen. Ne? Da sind die Gefahr sich natürlich auch, aber man kann es letzten Endes nicht wissen, aber diese ganzen Rahmendaten, großer Altersunterschied, interkulturell, also ihr habt natürlich einen riesen Batzen Risikofaktoren. Das ist jetzt nicht toxisch, aber muss man sich schon fragen,
ist das nicht so ein bisschen inkompatibel auf eine andere Art. So. Ja, bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns bald wieder.